Hallo bei Reboot Your Home. Ich bin Sabrina und heute wieder zu Gast bei Lars. Denn auch heute dreht sich wieder alles um das Thema Aufräumen. Ich habe Lars auch ein paar Überraschungen mitgebracht, denn heute geht's an den Kleiderschrank. Ich bin schon sehr gespannt, wie er reagiert und freue mich riesig auf den Tag. Also packen wir es an. Ja, wie ich dir letztes Mal schon erzählt habe, kümmern wir uns heute um deinen Kleiderschrank und um deine Kommode. Gut gefrühstückt? Ein bisschen. Wir werden sehen. Okay, dann lass uns mal die Türen öffnen. Und was sagst du mittlerweile selber, wenn du das hier alles so siehst? Erdrückt ein bisschen. Ja, ne? Ja. Marie Kondo hat alles in Kategorien eingetragen oder einsortiert. Und Kleiderschrank und Kleidung steht ganz oben. Und damit fangen wir jetzt an. Also Augen zu und durch. Das ist so viel. Ich hänge fest. Alles drauf, oder was? Alles. Ja, mach erstmal. Der muss leer sein, auf jeden Fall. Ich mache hier bei Verena mal weiter. Ja, alles. Ja. Glaubst du, dass du das alles wirklich anziehst? Nee. Nee. Oder? Nee, im Leben ja nicht. Also Marie Kondo geht jetzt nach der Spark-Enjoy-Methode vor. Hast du da schon mal was von gehört? Ein bisschen. Ein bisschen, okay. Also, ich zeig's dir. Fangen wir mal mit diesem T-Shirt an. Nimm es mal in die Hand, schau es dir an und frag dich mal, was es mit dir macht. Löst es in dir ein gutes Gefühl aus oder denkst du eher, ich sehe, du grinst schon, oder sagst du eher, kann weg? Ja, das ist so ein Shirt. Ich habe das nur aufbewahrt, weil ich denke, ich müsste es noch anziehen. Also? Aber mache ich nicht mehr. Weg. Also weg. Weg. Okay. Einfach weg. Genau, okay. Mach die hier unten hin. Ja. Und was ist mit dem nächsten, wenn du dir das so anschaust und einmal so anfühlst und in dich hineinhörst? Was macht es mit dir? Löst es in dir ein gutes Gefühl aus? Ja, also das ist schon eher so eine Erinnerung. Ne? Oh, okay. Also das ist hier Vietnam. Ich ne? Lese schon, ja. Ich habe so in jedem Land eigentlich immer so einen Tanktop gekauft. Ist vielleicht auch too much so, aber doch, das würde ich jetzt auf jeden Fall noch tragen im Sommer. Okay, da habe ich so ein paar Sachen, das ist genau, klar. Den hänge ich. Ja. Ja. Das legt mal bitte da vorne in den Korb. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt einfach hier weiter durch. Gut. So. Ja, kann weg. Kann weg, gut. Ist auch. Bleibt, bleibt. Ich werde dir jetzt zeigen, wie wir die einzelnen Kleidungsstücke richtig zusammenlegen. Okay. Und das T-Shirt falten wir folgendermaßen. Natürlich auch erst einmal wieder alles schön glatt streichen. Ja. Dann nehmen wir die eine Seite. Den Ärmel einmal umklappen. Dann die andere Seite. Den Ärmel auch wieder einklappen. Zweimal. Steht. Möchtest du es einmal in deine Box stellen? So, ja, passt. Genau, und wenn das alles schön in der Kommode ist und wir T-Shirt für T-Shirt durchgehen und die Kommode und du die Kommode dann öffnest, ist alles sortiert und du siehst ganz genau, was du an T-Shirts hast. Bei den Socken verfahren wir so. Erst einmal natürlich übereinander legen, einmal glatt streichen, dann einmal hier bis knapp vors Bündchen legen, das Bündchen einmal einklappen und nochmal einrollen rüber, genau, ja, richtig, und dann halten sogar die Socken. Und für die Socken habe ich dir diese Box mitgebracht, da passen die nämlich super rein, es ist total übersichtlich, die ist natürlich nicht nur für Socken gedacht, du kannst auch deine Gürtel einsortieren, deine Krawatten, deine Fliege, Unterwäsche, alles diesen ganzen kleinen Kram, damit es nicht durcheinander fliegt. Ja? Okay, perfekt. Okay, super. Die letzten Teile und dann haben wir es fast geschafft. Genau, die ist das hellen, richtig so? Genau, die hellen Hemden ganz nach rechts, damit wir diesen Farbverlauf beibehalten. Ja. Die Sachen hier von Rena, das Rosa passt hier ganz gut hin. Und den, kannst du mir den noch einmal abnehmen? Hier in die Mitte? Genau. Und das passt auch ganz gut hin. Eigentlich, laut Marie Kondo, soll man ja von lang nach kurz gehen. Das hat jetzt halt einen etwas längeren Arm. Ja. Oder so wie dieses Teil. Aber
Wir haben uns jetzt erstmal so auf den Farbverlauf fokussiert, denn das ist fürs Auge doch harmonischer. Okay, ich würde bei den Hemden einfach mal diesen Heck probieren, den du mir gezeigt hast, ne? Genau, der ist genau richtig dafür. Wie hast du den genannt? Dosenheck. Dosenheck. Okay. Ja. Also mit diesem Verschluss einfach, weil da ist ja auch nicht so viel Platz, ne? Dann macht das Sinn. Einfach hier rüber. Und wie war das? Dann einfach das Hemd davor hängen, ne? Ah, jetzt habe ich hier irgendwas. Genau, den Bügel am besten andersrum. Ja. Und dann damit kannst du auch noch ein bisschen Platz sparen, falls da doch noch mal das ein oder andere Teil dazukommt. Ja. Hier haben wir noch ihre Tücher drin. Die dunklen nehmen wir wieder nach hinten. Die braucht man jetzt in dieser Jahreszeit ja sowieso eher selten. Genau, den auch nach hinten. Mhm. Und die hellen nach vorne, genau. Deine Hosen haben wir jetzt hier einsortiert. Die du am häufigsten brauchst, sind hier vorne. Okay. Und wo du gesagt hast, die brauchst du nicht so oft. Ja, genau. Warte, da hinten. Das ist einmal deine Socken- und Gürtelschublade. Ja. Ja? Mhm. Und deine wichtige Schublade, deine Sportschublade. Oh. Ist doch wirklich ein tolles Bild, wenn du das so öffnest. Die Kommode haben wir folgendermaßen einsortiert. Ganz oben sind die leichten Sachen und unten die schweren Sachen. Hier oben sind jetzt die T-Shirts drin. Die braucht man im Sommer ja auch viel häufiger, hoffentlich. Und hier sind die Pullover und die Langarm-Shirts drin. Und ganz unten sind die dicken, schweren Winterpullis drin. Wir haben die Schubladen zusätzlich noch bemarkert, damit man gleich weiß, wo die Sachen ihren Platz haben. So, den Kleiderschrank haben wir jetzt entrümpelt und sortiert. Und mich würde mal interessieren, ob ihr vielleicht auch noch ein paar Tipps dazu habt. Dann könnt ihr sie mir gerne hier in die Kommentare schreiben. In der nächsten Folge wird sich alles um das Thema Küche drehen. Und wenn ihr schon neugierig drauf seid, schaut doch einfach in die nächste Folge rein.